Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video habe ich einen ganz, ganz alten Fall. Ich glaube, so einen alten Fall hatte ich noch nie auf meinem Kanal. Aber bevor ich anfange, wollte ich noch mal ganz kurz was dazu sagen. Es wird ja oft kritisiert, dass ich einige Sachen nicht so ganz richtig ausspreche. Ich finde es immer lieb, wenn ihr mich darauf hinweist, dass einiges falsch ist. Aber man muss ja auch wirklich sagen, bei manchen Orten gibt es auch mehrere Möglichkeiten, das auszusprechen. Dann gibt es ja auch wieder amerikanisches Englisch und das Englisch aus Großbritannien. Da spricht man ja auch immer Sachen anders aus. Und so weiter. Und in diesem Video habe ich zum Beispiel auch wieder ein Wort, wo ich mir auch wieder vorstellen könnte, dass da wieder was kommt, nämlich der Ort New Orleans. Und ich habe das auch extra wieder nachgeguckt. Man kann es New Orleans oder New Orleans aussprechen. Ich werde, glaube ich, einfach New Orleans sagen. Einmal das dazu, also wenn ich etwas wirklich gravierend falsch ausspreche, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Aber überlegt bitte auch vorher, ob es vielleicht mehrere Möglichkeiten gibt, das auszusprechen, weil irgendwie habe ich mittlerweile schon mal richtig Angst, in die Kommentare zu gucken, weil ich so denke, oh Gott, da steht dann wieder irgendwas, das hast du falsch ausgesprochen. Und manche schreiben es ja auch wirklich nicht so nett. Das einmal dazu. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in das heutige Video rein. Was ich noch zu dem heutigen Fall sagen muss, da dieser Fall halt schon sehr, sehr alt ist, weiß man natürlich auch nicht mehr so ganz, was jetzt wirklich richtig davon ist, was im Internet steht, weil über so eine lange Zeit natürlich auch einige Tatsachen etwas verdreht werden oder anders dargestellt werden oder teilweise auch übertrieben dargestellt werden. Am 19. März 1787 wurde Delphine McCary in New Orleans, Louisiana geboren. Ihre Mutter war in der Umgebung für ihre unglaubliche Gastfreundschaftlichkeit bekannt und sie soll wohl auch immer Partys gegeben haben, die teilweise bis zum nächsten Morgen gingen. Im Juni 1800 heiratete Delphine im Alter von nur 14 Jahren einen spanischen Offizier namens Don Ramon de Lopez und gebar einige Zeit später eine gemeinsame Tochter. 8 Jahre später heiratete Delphine ein zweites Mal. Dieses Mal einen Bankier, der gleichzeitig Anwalt und Kaufmann war und den Namen Jean trug. Die beiden bekamen gemeinsam 4 Töchter. 1816 starb Jean aus ungeklärten Gründen. Ihr erster Ehemann war zuvor auch schon gestorben, deshalb hatte sie auch ein zweites Mal geheiratet. Von ihm erbte sie eine Menge Schulden, damals waren es 160.000 US-Dollar. Zur heutigen Zeit entspricht dieser Wert etwa 2,5 Millionen US-Dollar. 1807 starb ihre Mutter und ihr Vater bekam kurz darauf mit einer anderen Frau eine weitere Tochter, also bekam Delphine eine Halbschwester. 1825 heiratete Delphine ein drittes Mal. Es war diesmal ein Arzt namens Leonard Lalaurie. Das Paar erwarb 6 Jahre später ein Grundstück für den Bau einer 2-stöckigen Villa in der Royal Street 1140. Delphine, die dort mit ihrem Mann und 2 ihrer Töchter lebte, war dank ihrer reichen Männer zu einer angesehenen Person in der Gesellschaft von New Orleans geworden. Getrübt wurde dieses Image allerdings dadurch, dass es in der Gegend Gerüchte gab, dass sie sadistische Neigungen hätte. Damals war es bei wohlhabenden Familien durchaus üblich, einen oder mehrere Haussklaven zu halten. So war es auch bei der Familie Lalaurie, nur dass diese nicht nur einen, sondern zeitweise gleich mindestens 54 Sklaven bei sich hielten und für diese auch extra ein eigenes Stockwerk in ihre Villa gebaut hatten. Zur heutigen Zeit natürlich alles unvorstellbar. Nachdem das neue Haus in der Royal Street bezogen wurde, gab es erste Verdachtsmomente, nach denen die Sklaven auf grausame Art in dem Haus behandelt werden würden. Versorgt wurden diese Personen scheinbar nur mit dem Allernötigsten zum Überleben. Von den anderen Bewohnern in New Orleans wurden die Lalauries nun zunehmend für die angebliche Sklavenhaltung verachtet. Eines Tages wurde ein Anwalt zu den
den Lalaurie geschickt, der überprüfen sollte, ob die Sklaven auch wirklich angemessen gehalten wurden. Bei seiner Überprüfung konnte er nicht feststellen, dass in dem Haus irgendwelche Grausamkeiten vor sich gingen. Spätestens als Delphine ein 12-jähriges Sklavenmädchen mit einer Peitsche vom Dach ihres Hauses in den Tod trieb, war sie in den besseren Kreisen der Stadt nicht mehr willkommen. Der Auslöser für diesen Vorfall war folgender. Dieses 12-jährige Mädchen soll Delphine Lalaurie an einem Morgen die Haare gebürstet haben und dann haben sich einige Haare wohl in der Bürste verfangen und daraufhin ist Delphine so ausgetickt, dass sie eine Peitsche nahm und das Mädchen bis über das Dach jagte und schließlich sprang das Mädchen dann vom Dach und starb. Nachbarn hatten das Ganze wohl beobachtet und hatten dann auch gesehen, wie die Familie das leblose Mädchen dann verschwinden lassen wollten und daraufhin erstatteten diese Nachbarn Anzeige. Richtige strafrechtliche Konsequenzen aber hatte das zur damaligen Zeit leider nicht, denn damals war Sklavenhaltung erlaubt, aber es war wohl scheinbar an einige Gesetze gebunden. Also es gab einige Regeln, dass man die Sklaven auf eine bestimmte Art schon noch menschlich behandeln müsste, wenn man das so sagen kann. Die einzige Strafe, die Delphine bekam, war eine mickrige Geldstrafe von wenigen hundert Dollar, was für sie wirklich nicht viel war, und die Abgabe einiger Sklaven. Aber das Absurde war, dass diese Sklaven von Verwandten der Familie gekauft worden sind und dann schließlich wieder in das Haus der Lalauries eingeschleust wurden. Der 10. April 1834 sollte dann die ganze Wahrheit über diese Villa und über die Familie ans Licht bringen. Es war der Tag, an dem die Nachbarn der Familie hinter das schreckliche Geheimnis des Horrorhauses kamen. Alles begann mit einem kleinen Feuer in der Küche. In einigen Quellen habe ich gelesen, dass das Ganze wohl in der Nacht passiert war und dass die Nachbarn gesehen haben, wie eben helle Flammen aus dem Haus aufstiegen. Einige Nachbarn eilten dann zu dem Haus der Lalauries und halfen wohl Delphine, die das Feuer auch schon bemerkt hatte, ihre Wertgegenstände aus dem Haus in Sicherheit zu schaffen. Nach einer Weile fingen die Nachbarn an, sich zu wundern, wo all die Sklaven waren, denn sie hatten bisher keinen einzigen im Haus oder im Garten gesehen. Und sie wussten ja, dass die Lalauries Sklaven hielten, aber sie wussten noch nicht so genau, unter welchen Umständen diese Sklaven dort gehalten wurden. Als man Delphine fragte, ob die Sklaven bereits in Sicherheit wären, bejahte sie dieses. Eine Weile später hörte man allerdings vom oberen Teil des Hauses, also vom Dachboden, grausame Schreie nach unten dringen. Die Nachbarn forderten daraufhin die Lalauries angesichts des Feuers auf, die Sklaven sofort aus dem Haus zu lassen, doch Delphine weigerte sich, den Schlüssel zum oberen Teil des Hauses herauszurücken. Delphine soll daraufhin nur entgegnet haben, es gibt diejenigen, die besser beschäftigt wären, wenn sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern würden, anstatt sich offiziell mit den Sorgen anderer Menschen zu beschäftigen. Schließlich kam noch ein Mann aus der Nachbarschaft hinzu und ermutigte die anderen Nachbarn dazu, die Tür einfach einzutreten. So gingen die Nachbarn also in das Haus und folgten dann den Schreien und kamen dann eben schließlich zum oberen Teil des Hauses, wo sie dann schließlich auch nochmal vor einer verschlossenen Tür standen. Und aus diesem Zimmer dahinter soll wohl ein unglaublich ekelhafter Gestank gedrungen sein. Und das roch nicht nach Feuer, denn die Flammen waren wohl noch gar nicht im oberen Stockwerk angekommen. Dieser Geruch war vielmehr so, einfach ein Geruch nach dem Tod. Die Leute, die vor dieser Tür standen, denen soll wohl auch sehr, sehr schlecht geworden sein. Sie mussten sich wohl teilweise fast übergeben bei diesem Geruch. Ja, so brach man dann also auch schließlich die Tür auf und das, was die Nachbarn dort hinter sahen, war einfach nur extrem verstörend und schockierend. In der Ausgabe der Zeitung New Orleans Bee vom 11. April 1834 wird beschrieben, dass Feuerwehrleute während des Brandes die Sklaven in einem Zustand entdeckt hätten, der sich nicht mit Worten beschrieben ließe. Man fand in diesem Stockwerk also 7 schwer verletzte Sklaven und sie waren auf unglaublich schreckliche Art und Weise zugerichtet. Alle waren schwer misshandelt und mit herumliegenden Instrumenten gefoltert und für medizinische
Experimente benutzt worden. So, jetzt, falls ihr das nicht hören könnt, solltet ihr vielleicht eine oder zwei Minuten weghören. Ich kann euch ja vielleicht die Zeit einblenden, wo ich mit den Beschreibungen fertig bin von diesen Sklaven, die man dort vorfand. Also, es war so, ein Sklave war in einem winzigen Käfig eingesperrt, nachdem man ihm einige Knochen gebrochen hatte. Viele der Sklaven waren verstümmelt und trugen Eisenketten um Fußgelenke und um den Hals. Eine Person hatte man genutzt, um eine Geschlechtsumwandlung an ihr vorzunehmen. Einer weiteren hatte man ein spiralartiges Muster in die Haut geschnitten und mit Honig übergossen, sodass sich hunderte Insekten auf dem Körper tummelten. In diesem Zustand sollen die Sklaven dort bereits seit Monaten gehalten worden sein. Kein Sklave soll den oberen Teil des Hauses jemals wieder lebendig verlassen haben. Angeblich benutzte Delphine Lalaurie die Sklaven sogar für Hexenrituale und entnahm ihnen Blut, um damit ja eben irgendwelche Tränke zu brauen. Es stellte sich heraus, dass eine 70-jährige schwarze Sklavin, die in der Küche arbeitete und am Herd festgekettet war, das Feuer selbst gelegt hatte, weil sie sich das Leben nehmen wollte. Ja, sie hatte dieses Feuer unter anderem auch gelegt, weil das Enkelkind von dieser 70-jährigen Frau wohl auch als Sklave bei der Familie Lalaurie in dem gleichen Haus arbeitete. Und diese Frau hatte wohl davon gehört, dass ihr Enkelkind in den oberen Teil des Hauses einziehen sollte, also in den Teil, wo kein Sklave wieder jemals lebendig rausgekommen war. Und diese Frau soll wohl auch gesagt haben, dass sie bei ihrer Arbeit in der Küche dauernd grausame Schreie von oben hörte, die wirklich herzzerreißend waren. Und einfach bei dem Gedanken, dass ihr Enkelkind nun auch dort oben hinkommen sollte, das konnte sie einfach nicht ertragen. In einigen anderen Quellen habe ich auch gelesen, sie hat das Feuer gelegt, einfach um auf dieses Haus aufmerksam zu machen. Vielleicht hatte sie beide Gedanken, vielleicht wollte sie sich das Leben nehmen und gleichzeitig Aufmerksamkeit erregen. Man konnte diese Frau tatsächlich noch retten. Schnell verbreitete sich die Geschichte über die grausamen Geschehnisse im Haus der Lalauries in der gesamten Gegend. Am folgenden Tag versammelte sich eine aufgebrachte und schockierte Menschenmasse vor dem Haus der Lalauries und diese Menschen begannen, die Villa zu zerstören. Delphine wollte man natürlich auch zur Rechenschaft ziehen. Ich glaube, wenn man sie erwischt hätte, dann hätte man sehr, sehr schlimme Dinge auch mit ihr getan. Aber leider war Delphine Lalaurie zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen. Später soll sie in Paris gelebt haben, wo sie anscheinend im Jahr 1842 starb. Was mit ihrem damaligen Ehemann passierte, das weiß man irgendwie bis heaurnicht so ganz. Bei der Zerstörung des Lalaurie-Hauses fand man unzählige Knochenteile, die auf dem Grundstück vergraben waren. Von den geretteten Sklaven von dem oberen Teil des Hauses starben bald noch zwei weitere an den schweren Verletzungen. Die anderen Sklaven kamen in ein Gefängnis und wurden dort für die Öffentlichkeit ausgestellt, damit jeder sich ein Bild von den grausamen Vorfällen aus dem Hause der Lalauries machen konnte. Etwa 4000 Menschen kamen dann auch in dieses Gefängnis, um sich die Sklaven anzuschauen. Weil die ganze Geschichte viel öffentliches Aufsehen erregte, entwickelten sich wohl viele Legenden um das Haus der Lalauries und auch um Delphine Lalaurie. So wird unter anderem behauptet, sie sei bei der Jagd von einem Wildschwein getötet worden oder vom Dach eines Pariser Hauses gefallen und habe sich dabei das Genick gebrochen. Das Haus von Delphine gilt heute als Spukhaus, in dem sich die Geister der misshandelten und getöteten Sklaven herumtreiben sollen. Im April 2007 kaufte der Schauspieler Nicolas Cage das Lalaurie-Haus. Ein Insolvenzverfahren zwang ihn allerdings 2009 dazu, das Haus wieder zu verkaufen. Heute ist das Haus ein öffentliches Museum über die Lalaurie-Familie und gilt als eines der bekanntesten Horrorhäuser der USA. Ja, das war der unglaublich schreckliche Fall der Familie Lalaurie. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das in der Schule hattet mit Rassismus zu der damaligen Zeit und so weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren, glaube ich, alle Sklaven in diesem Haus schwarz, also hatten eine dunkle Hautfarbe. So unfassbar grausam diese
Vorstellung allein schon, dass es damals erlaubt war, Sklaven zu halten. Ja, ich fand es auf jeden Fall gut zu lesen, dass die meisten Menschen sich dann extrem gegen LaLaurie und die Familie gestellt haben, nachdem eben rausgekommen ist, was in diesem Haus tatsächlich vor sich ging. Vielleicht war ja jemand von euch sogar schon mal bei diesem Horrorhaus in den USA und hat sich das angeguckt. Wenn ja, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Mystery wieder.